Hallo, ich bin die Petra, bin Pilotin bei Austrian Airlines. Ich arbeite in diesem Job schon seit über 20 Jahren und war vor circa 30 Jahren wahrscheinlich in eurer Position, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was will ich einmal werden? Welcher Job interessiert mich? Mir hat Technik schon immer gefallen, die Hintergründe, Rätsel, Mathematik. Bei diversen Berufsinformationsmessen und im Berufsinformationszentrum gab es immer wieder neue Ideen, die mich auch begeistern konnten. Und einmal bin ich mitgeflogen mit dem Freund eines Vaters mit einer kleinen Piper-Maschine und war sofort begeistert vom Fliegen. Als mir dann später in einer Broschüre unterkam, dass es auch den Job Pilot oder Pilotin gibt, und auch für Mädchen der Job offen ist, dachte ich mir, das probiere ich einfach. Ich habe auch studiert und nebenbei die Prüfungen gemacht. Und danach war die Freude umso größer, als ich aufgenommen wurde für die Ausbildung zur Pilotin bei Austrian Airlines. Die dauert ungefähr 2 Jahre. Man muss einige Interessen und Begabungen mitbringen. Aber nichts, was außergewöhnlich ist. Also man sollte schon Interesse an der Technik generell haben, an der Physik. Nach über 20 Jahren als Pilotin bin ich sehr, sehr glücklich und froh, dass ich damals diese Wahl getroffen habe, da es noch immer mein Herzensjob ist. Ich liebe es zu fliegen, mit immer anderen Teams in der Luft zu sein beziehungsweise die Welt zu bereisen. Voraussetzungen für die Bewerbung als Pilotin bzw. für die Aufnahmeprüfung ist jedenfalls eine Matura. Sprachen ist natürlich sehr praktisch, weil man kommt auf der ganzen Welt herum und die Arbeitssprache beim Jobpilot ist Englisch. Wenn man Kapitänin oder Kapitän wird, muss man vorher viele Dienstjahre absolvieren. Das hat auch den Sinn, dass man dann die Gesamtverantwortung über das Flugzeug und die Besatzung und die Passagiere trägt. Das heißt, jeder Kapitän kann dann auf viele Jahre Erfahrung zurückblicken und aus diesem wertvollen Schatz natürlich in jeder Gelegenheit zurückgreifen, um auch Überraschungen gut meistern zu können. Wenn du mit dir im Zweifel bist oder irgendwer in deinem Umfeld meint, das ist nichts für Frauen, dann red mit Frauen, die es machen. Es ist jedenfalls ein super Job für Frauen und lass dich nicht vom Weg abbringen, weil es muss dir ein Herzenswunsch sein. Also wenn dich die Fliegerei begeistert, das Reisen begeistert, du mit anderen Leuten und Kulturen gerne in Kontakt kommst und mit anderen zusammenarbeitest, im Team unterwegs bist, gewisse Herausforderungen gerne annimmst und Technik interessiert bist, vielleicht auch noch etwas Verständnis für Mathematik und Physik mitbringst, einfach das Fliegen dich interessiert, dann geh den Weg. Egal, was die anderen sagen.